Hallo liebe Tieftonliebhaber, in dieser Vlog-Folge erzähle ich dir ein bisschen was über meinen alten Fender Jazz Bass, der mit dem Block-Inlays. Viel Spaß! Du hast sicher schon gemerkt, dass ich nicht nur einen Bass besitze, sondern auf mehreren Instrumenten spiele. Natürlich nicht zeitgleich, ich bin ja nicht beim Zirkus. Und der Bass, den ich am längsten habe, ist dieser alte Fender Jazz Bass aus dem Jahr 1975. Und das kam eigentlich durch sein Äußeres. Denn vor langer, langer Zeit habe ich einen solchen Bass bei meinem Kumpel Frank im Proberaum gesehen und war schlagartig verliebt. Liebe auf den ersten Blick, ja, das gibt's. Sunburst, so ein bisschen abgerockt und dann mit einem dunklen Griffbrett und Block-Inlays. Ein Traum. Ich wollte unbedingt auch so einen Bass haben und ich habe ein paar Freunden und einem Musikgeschäft Bescheid gesagt, dass ich auf der Suche nach einem solchen Instrument bin. Und wem zufällig was über den Weg läuft, der kann sich ja bei mir melden. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber irgendwann rief das Musikgeschäft aus Bremen an. Und der Verkäufer sagte, er hätte genauso einen Bass, den er für einen Bekannten verkaufen will. Ich bin natürlich sofort hingefahren und als ich den Koffer aufgemacht habe und den Bass zum ersten Mal gesehen habe, war es der hässlichste Bass, den ich jemals gesehen hatte. Klar, er war Sunburst und er hatte ein dunkles Griffbrett mit Block-Inlays, aber er war fürchterlich geschmacklos angezogen. Es waren goldene Saiten drauf. Und er hatte ein ziemlich rotfarbenes Tortoise-Schlagbrett. Das habe ich dann irgendwann doch mal weggeschmissen, es war einfach zu hässlich. Dann war diese messingfarbene Control-Plate drauf mit silbernen Knöpfen. Diese schreckliche Messing-Bridge, die, wie mir gerade auffällt, viel weiter vorne sitzt. Was denjenigen da geritten hat, ist mir auch echt ein Rätsel. Die Stimmmechaniken liefen nicht mehr gut und einer der Pickups war defekt. Aber, und jetzt kommt's, 1000 Mark. Und als armer Student dachte ich mir, puh, 1000 Mark ist zwar echt viel Geld, aber wahrscheinlich komme ich so günstig nicht mehr an einen alten Fender Jazz Bass. Und mal gucken, ja, ich mache das einfach alles ab und ich ziehe mir den Bass einfach so an, wie ich es gerne haben will. Ich richte ihn mir einfach im originalen Stil wieder her. Ich habe den Bass also gekauft, einen Fender Jazz Bass aus dem Jahr 1975, meinem Geburtsjahr noch dazu, aber das wusste ich damals noch gar nicht. Na, wenn das keine Bestimmung ist. Ich habe den Bass zu Hause also erstmal komplett ausgezogen, alles abgeschraubt, alles runter, komplett sauber machen und dann gab es Rockinger. Rockinger war der deutsche Versand für Gitarren und Bassparts und ich hatte diesen kleinen Katalog, oder Katalog ist übertrieben, das war so ein Heftchen aus billigem, dünnen Telefonbuchpapier und der hatte keine Bilder, glaube ich, sondern nur Beschreibungen und Preise. Es war also mehr so eine Art Preisliste. Und in diesem Katalog habe ich mir komplett alles bestellt. Also ein Tortoise-Schlagbrett, ohne es vorher zu sehen. Neue Schallermechaniken und natürlich einen Detuner. Dann alle Schräubchen, die dazugehören. Eine Control-Plate in Silbern, die passenden oder im originalen Stile schwarzen Plastikknöpfe. Oh ja, und mein damaliger Basslehrer hatte diese Badass 2-Brücke bei sich rumliegen und brauchte sie nicht und hat sie mir einfach so geschenkt. Der totale Wahnsinn. Was war ich dankbar dafür? Jetzt konnte ich meinen Bass wieder zusammenschrauben. Oh ja, und ich hatte auch erst noch andere Pickups drin. Ich glaube Seymour Duncan Quarter Pounder oder so. Und die haben mir überhaupt gar nicht gefallen. Und das ist jetzt bitte nicht falsch zu verstehen, denn das sind wirklich super Pickups. Aber die Kombination mit diesem Bass und diesem Holz hat irgendwie für meine Ohren gar nicht funktioniert. Und so habe ich es meinem Freund Frank einfach wieder nachgemacht und auch diese EMGs eingebaut. Das hatte er nämlich auch. Und das sind aktive Pickups. Aber das Gute ist, und das wusste ich, dass die Batterie hier unter die Poties passt. Und man musste also kein neues Loch auf der Rückseite fräsen für die Batterie. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und siehe da, perfekt. Der Sound war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Auch hatte ich damals eigentlich noch überhaupt kein Know-how von Sound. Zumindest nicht so, wie ich es heute habe. Und ich habe die originalen Pickups übrigens noch. Und einer ist auch immer noch defekt. Und einerseits juckt es mich in den Fingern, ihn reparieren zu lassen und die beiden originalen Pickups dann wieder einzubauen, um zu hören, wie es dann klingt. Andererseits liebe ich diesen Bass so, wie er ist und mit seinem Sound über alles. Und ich will echt nichts verändern eigentlich. Ich bin halt nur neugierig, aber jetzt nicht auf der Suche nach dem originalen Vintage-Sound. Er hat mit diesen EMGs einfach diesen super, ja, diese super feinen, britzelnden Höhen, die ich bisher wirklich noch bei keinem anderen Instrument gehört habe. Auch nicht bei gleichen alten Fendern, die ebenfalls EMGs haben. Thank you.
irgendwie jedes Instrument doch irgendwie eigen und hat etwas Besonderes. Ach ja, eine Besonderheit gibt es übrigens noch. Wenn man mal so von oben auf den Hals und die Saiten schaut, dann fällt auf, dass die Saiten ein bisschen weiter links liegen. Hier bei der G-Saite ist etwas mehr Abstand zum Rand als hier bei der E-Saite. Ich fand es damals nämlich super nervig, dass ich beim Spielen mit der G-Saite immer so vom Griffbrett und von den Bünden abgerutscht bin. Jetzt habe ich es natürlich gefixt, aber hier auf der Saite geht das noch. Ne, wenn man so spielt, ihr kennt das vielleicht, wenn die Saite einfach zu dicht am Rand ist, dann rutscht man manchmal so aus Versehen ab. Und es kann natürlich sein, dass meine Technik einfach noch nicht gut genug war, aber ich weiß auch nicht, ob es der originale Kamm war, der damals da drauf war. Auf jeden Fall habe ich damals wieder mit meinem Freund Frank zusammen einen Kamm nachgebaut. Und jetzt kommt's, denn dieser Kamm ist tatsächlich aus einem Essstäbchen gemacht. Und ich dachte immer, dass es Elfenbein oder Knochen wäre oder so, aber das würde sich nicht verfärben. Und dieser Kamm ist mittlerweile schon ein bisschen braun geworden, also es muss irgendeine Holzart sein. Und von den Maßen ist es eine genaue Kopie des originalen Kamms, nur ist hier eben der Seitenabstand zueinander etwas enger. Schön gleichmäßig, aber etwas dichter zusammen. Und das macht diesen Bass eben auch so einzigartig. Nicht nur, dass er toll klingt, sondern dass er sich auch fantastisch spielt. Das Einzige, was ich doch wahrscheinlich noch irgendwann machen lassen muss, sind die Bundstäbchen. Die sind nämlich schon ganz schön runtergespielt und müssten eigentlich erneuert werden. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Was, wenn der Bass sich dann nicht mehr so fantastisch spielt? Alle Kollegen und Freunde versichern mir immer wieder, dass der Bass durch neue Bünde echt besser wird. Aber ich traue mich einfach irgendwie nicht. Noch nicht. Naja, wer weiß. Vielleicht irgendwann mal. Ich halte dich dann auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und das war's für diesmal mit dieser kleinen Anekdote und der Vorstellung meines langjährigen Freundes. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ach ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück einfach den Gefällt-mir-Knopf und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und für Basskurse mit unglaublich viel Unterrichtsmaterial kannst du dich einfach auf floriansbassunterricht.de anmelden. Es lohnt sich. Viel Spaß. Thank you.